Habe ich hier sonst noch was übersehen? Die Schublade, die ich, glaube ich, immer noch nicht aufkriege, ne? Ich wüsste zumindest nicht, womit. Nee. Ganz aus dem Fenster. Kann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Ach ja, das war dieses von außen verschlossene Fenster, das so viel Sinn macht. Ja. Okay. Sonst ist hier nichts. Kann ich aus dem Fenster? Zu riskant. Die würden mich erwischen, wenn ich versuche, durchs Fenster abzuhauen. Ich habe aber zwei Bier. Wollt ihr vielleicht zwei Bier? Hier. So. Wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, die Superhelden seht ihr echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Okay. Gut, dann machen wir das irgendwie auf. Vielleicht packen wir einfach mal das Bier in den Mixer. Oh, vergammelter Hotdog. Geil. Lieber nicht. Ich hab hier jetzt aber nichts weiter. Vielleicht kann ich das in der Schublade, in der klemmenden Schublade, wenn ich die dann schließe und so. Lieber nicht. Okay. Er hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja. Ja. Okay, wie kriege ich das auf? Oh, mein Dietrich ist total im Eimer. Den kann ich nicht als Flaschenöffner benutzen. Okay. Mit einem Hammer köpfen? Lieber nicht. Mit dem Teleskop-Entenbügel des Todes. Nein, das habe ich daneben geklickt, verdammt. Vergiss es. Nein. Mikrowelle? Warum auch immer? Lieber nicht. Nein. Mit dem Kaffeebecher. Vielleicht. Aus welchem Grund auch immer. Nein. Vielleicht an Matts Ohren. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. An der Nase, was? Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Da fällt er schon halb auseinander. Da kann ich jetzt auch keinen Körperteil von mitnehmen, ne? Gut, okay. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Er ist auseinandergefallen. Offene Biere, geben. Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein. Aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. So, das heißt, jetzt auf kann ich vielleicht... Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Zu riskant, die würden mich... Okay. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Lieber nicht. Was? Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Passt Woche zu tun. Zeitlich nicht oh, so. Und nicht zu vergessen, unser guter Freund R, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Jetzt dachte ich, jetzt könnte ich endlich durch das Fenster oder sowas abhauen. Aber nein, kann ich nicht. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Die Frage ist ja auch... Ich gehe mal davon aus, es wird noch mehrere Tage geben. Wie wird Matt sich noch umbringen? Vielleicht in der Mikrowelle oder so, ich habe keine Ahnung. Oder im Toaster. Oder in der Schublade den Kopf abklemmen oder keine Ahnung. Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören. Mit dem Ofen habe ich nichts zu... Okay. Kann ich, aus welchem Grund auch immer, auch wenn das Schloss von außen verriegelt ist... Er ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Okay. Dieser Dietrich konnte zwar Hells ausgeklügeltes Sicherheitsschloss überlisten, aber ich fürchte, das war's dann auch. Gut. Vielleicht können wir die noch anders entwenden. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Nö. Der lief erscheint für das Päckchen, das ich bei der CypherCon abgeben soll. Hm.
Vielleicht gebe ich da den hier etwas davon. Durch Selbstmord das zum besten aller Monate nein. Machen. Das Päckchen. Nee. Und ich wüsste auch gerne, was in dem Päckchen drin ist. Vergammelten Hotdog. Das macht keinen Sinn. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-7 hätte da doch Rattengift reinkippen sollen, ne? In die Biere. Ja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch zu diesen alten Leute-Geruch. Die mich erwischen, wenn ich versuche, und dann war da noch dieser abzuhauen. Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren ist. Nee, die sind voll beschäftigt. Ja, tot, vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich na will... Na gut, dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit dazu an, fehlt mir nur eins. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Was können wir denn noch tun? Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay, auf den gefrorenen. Kann ich heute den mitnehmen? Auf den gefrorenen. Nicht mit. Der hat genug gelitten. Nee. Die haben jetzt zu Ende gequatscht, vielleicht kann ich jetzt... Zu riskant. Nee. Auf all die armen okay, Bastarde, jetzt wiederholen sie sich Januar einfach. Durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Oh, Geld ist tatsächlich weniger geworden. Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Der letzte Rest vom Bar. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Was tun, was tun, was tun? Unser guter Freund R, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Das lass. Er ist gefroren. Ja, und auseinandergefallen. Du hast es also endlich geschafft. Kannst du den Abschiedsbrief aus welchem Grund auch immer mitnehmen? Ich habe endlich einen. Nein. Hatte ich die anderen Dinge eigentlich immer mitgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wasserhahn? Man soll kein Wasser nutzlos, das Ding. Was tue ich denn jetzt? Stapel Zeitung, die auch die ganze Zeit mit sich rumführt. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Ich finde das Fenster aber noch eine gute Idee. Na und? Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Dass wir die abgelenkt haben, ist wahrscheinlich schon gar nicht mal so verkehrt. Und auf den Irren von letzter Woche. Flipperautomat. Der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, was können wir denn noch tun? Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ich überlege. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern ich bei kann mit denen nicht reden, ne? Hat. Im Ernst? Ich störe mal lass lieber es. Nicht. Die wirken wir sehr inspiriert. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay. Auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Also ich kann aber ne, die hier noch als Interaktionspunkt auswählen. Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Ich weiß ja nicht. Nein, hier. So, das Ted angucken. Der hat noch kein einziges Tatortfoto gemacht. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Kein Tatortfoto gemacht. Ja. Dank dem hatten wir die ganze Woche. Wo hat er denn überhaupt seine Kamera? Und nicht zu vergessen, unser guter Freund R. Der hier ist ja leider nichts, ne? Kriege ich den Kühlschrank auf? Den fasse ich lieber nicht an. Okay. Muss. Magnete will er nicht mitnehmen. Kann doch nicht so schwer sein. Wir haben ja nicht so viele Optionen. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Raumdeo. Das stand vorher nicht da.
Das Raumdeo, mit dem Und auch Celle all die verdammten Fußball Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 Soll ich das mit dem Bein hier verwenden? Lassen. Okay. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R., der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet. War hier sonst noch was? Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja. Yep. Aber der Tür kann ich auch nicht wirklich interagieren. Hölle. Dann Leider. Auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Ein Stalaktit. Geht nicht. Ist zu hart. Zu hart. So wie mein Hammer. Habe ich den Amiga-Link geklaut. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Ach komm. Vor einem gammelten Hotdog gegen schmeißen. Das macht keinen Sinn. Ja, aber, ne? Vielleicht hilft da das. Ist eine ernste Angelegenheit. Sieht hart wie Diamant aus. Wo ist jetzt meine Rasierklinge? Wenn ich sie mal brauche. Verkehrskegel. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich auch nicht. Raumdeo. Ich glaube, das Eis einparfümieren bringt auch nichts. Aber vielleicht mit, nein, hier mit Streichhölzer und so. Ich weiß ja nicht, was ich dann dadurch mache. Das wollte ich schon immer mal machen. Okay. Das hat jetzt weniger gut funktioniert, als ich eigentlich gedacht hätte. Das hätte keinen Sinn. Wenn ich schon was hochjage, dann nur mit Sinn und Verstand. Da strömt scheinbar Gas aus. Ja, deswegen ja auch, ne? Okay. Wir haben jetzt das kaputte Dio. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Bist du irre? Ich will nicht, dass mir das Ding im Gesicht explodiert. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf dem Block... Vielleicht mit dem Fenster? Nein. Mit gefrorenem Matt? Nein. Mit dem Stalaktit? Nein. Apropos Stalaktit, vielleicht mal ein Streichholz dran halten? Lieber nicht. Weil er doch so hart ist. Geht nicht, ist zu hart. Der funktioniert immer noch nicht. Sieht hart wie dir. Nee. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle... Das kaputte Ding hier rausschmeißen? Nein. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 ich hab doch keine auf den Glockenturm geklettert ist. Verwende das Ding mit Tür? Tja, mit dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R., der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, yep, tot. Vorgestern draufgegangen. Wir haben zwar auch den Stalaktit da, aber wir können ja nichts damit machen. Dann können wir irgendwie den Trichter mit dem kaputten Dio verwenden. Und im Wohnzimmer? Ich hab auf all die armen Bastarde, die den Vielleicht Januar durch Selbstmord hatte ich das zum probiert mit dem Sofa? Nein. Vielleicht jemand ins Ohr stecken. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende um uns ins Ohr zu stecken.
und dann anzuzünden oder so, keine Ahnung. Und auf den Irren von letzter Woche, weil es kann. Der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, vielleicht unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie nein. Kann ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alten. Anzünden Leute macht er nicht. Irre? Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um kaputt die Ohren ist, oder? Ja, das hat tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Irgendwie kleben. Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Das muss nicht bekleben.